Betty, wie kommen Sie voran mit dem Tippen? Oh, gut, Mr. Kelly. Ich habe gerade was fertig gekriegt. Gut, was denn? D. D? Ja, ich hab's endlich gefunden. Was in Gottes Namen faseln Sie da wieder, Weib? Na, D. Ist Ihnen das doch noch nicht aufgefallen? Den Buchstaben D habe ich immer ausgelassen. Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Wollen Sie sagen, Sie haben die ganze Zeit meine Briefe ohne D getippt? Die ganze Zeit schon? Nein, nur die letzten paar Monate. Na schön, somit haben Sie zwei meiner Briefe ohne D getippt. Deswegen brauchen Sie jetzt gar nicht so spitzfindig daherzureden. Ich habe ihn inzwischen gefunden und jetzt tippe ich ihn. Sie haben den ganzen Morgen nur das D getippt? Ja, naja, aber ich habe ihn ganz oft getippt. Und jetzt habe ich ihn im Muskelgedächtnis. Muskelgedächtnis? Ja, ich zum Beispiel die Intelligenz in meinem kleinen Finger. Betty, Ihre gesamte Intelligenz ist in Ihrem kleinen Finger. Was für ein miesepetriger Alter. Wie war das? Es hat geklingelt. Ich mach schon auf. Stan! Oh, was Stan! Für eine Überraschung. Was führt Sie denn mal wieder in unsere Stadt? Hä? Oh, Stan! Ich freue mich ja so. Ich kann's dir gar Betty, lassen Sie ihn runter. Kommen Sie rein, Stan. Tut mir leid, Mr. Kelly, aber ich habe Stan so lang nicht gesehen. Oh, was soll denn das heißen, Mädel? Ich war schon immer so lang. Oh, Sie können mir glauben, Martin, es geht wirklich nichts über ein Mädel vom Land. Die sind heißblütig und leidenschaftlich. Ja, sowas wie Betty gibt's wirklich nicht wie Sand am Meer. Also, Stan, was führt Sie denn nach Sydney, hä? Oh, mein guter Orientierungssinn. Oh, Elizabeth, könntest du an der Stelle ein bisschen weniger leidenschaftlich sein? Ich glaube, jetzt hast du mir den unteren Brustkorb eingeschlagen. Ich will es mal so ausdrücken, Stan. Warum sind Sie hier? Ach, ich hatte mir gedacht, ich schaue mal kurz vorbei und sag Tag, bevor ich losziehe und mich in eins dieser sündhaften, teuren Hotels einquartiere, die ihr hier unten habt. Ja. Wo es dir $15 kostet, nur um dir ein Corned Beef Sandwich aufs Zimmer bringen zu lassen, obwohl du es dir für 5 Cent selber machen könntest. Ja, na ja. Und dann muss man zu allem Übel noch mal $2 für den Pferdefanzkerl, der es dir raufgebracht hat, berappen, nur um ihn wieder loszuwerden. Eins können Sie mir glauben, so einen will ich doch nicht um mich herumschwänzeln haben, wenn Sie kapieren, worauf Sie wollen ich hier übernachten, Stan. Oh, na ja, wenn Sie darauf bestehen. Ich bestehe nicht darauf. Möchten Sie es denn? Okay, ich bestehe darauf. Dann nehme ich an. Ah, wie ich sehe, haben Sie in meinem Zimmer alles genauso gelassen, wie es war. Ich habe es oft genug gesagt, Sie brauchen nicht auf der Couch zu schlafen. Sie können jederzeit oben bei Simon pennen. Oh, nein, ich will niemanden stören. Ich bin hier rundum zufrieden. Ah, rundum. Ja, Stan hat nicht viel Ansprüche. Er ist nämlich nicht so spitzfindig. Ganz meine Meinung, solange er nicht spitzfindig ist, sondern rundum, ist alles quadratisch praktisch. Ist mir ganz egal, was du sagst, Debbie. Dad macht da nie im Leben mit. Aber wir könnten es doch wenigstens mal versuchen. Vielleicht hast du ja recht. Jetzt hör doch mal, eine Freundin von mir ist gerade von so einer Samstag-Kreuzfahrt zurückgekommen und sie hat gesagt, es war genial. Ja? Ja, 2 Wochen lang, ununterbrochen, partysatt. Ja? Kennt ihr den Spruch über die Reling lachen, bis das Plankton ja weint? Auf diesen Samstag-Kreuzfahrten kann man angeblich einen Leberschaden fürs Leben kriegen. Du meinst, die sind wirklich so gut? Natsch, auf den Kreuzfahrten auf der Samstag geht es dermaßen rund, dass sich dafür keine Kasse krankenversichert. Ich meine, die Hälfte der Gäste von der letzten Tour liegen jetzt noch auf der Intensivstation. Ach, Dad wird sich doch nie auf seinen Urlaub einlassen. Warum denn nicht? Na, weil kein Mensch über 22 eine Fahrt auf der Sunstar macht. Wie willst du denn Dad dazu bewegen? Wir schwindeln eben. Wir sagen ihm, es wäre eine gemütliche Familiendampferfahrt. Meinst du echt? Ja, außerdem sieht nach 2 Wochen sowieso jeder an Bord aus wie 48. Ich meine, da passt er doch ganz gut rein. Ach, ich nehme an, Versuch kann jedenfalls nicht schaden. Sag ich ja, wir müssen nur den richtigen Moment abpassen, um ihn zu fragen. Und wie fragen wir ihn? Ich frage ihn. Und bis ich euch beiden Bescheid gebe, lasst ihr keinen Mucksel über die Sunstar verlauten, klar? Alles klar. Logo, kannst du auf mich verlassen. So weit kommt's noch. Oh, hi Stan. Oh, Stan, was führt dich denn in die Stadt? Oh, mein guter Orientierungssinn, ehrlich gesagt. Vielen Dank, Gerald. Mein lieber Schwan, Debbie, sind wir aber gewachsen. Tatsächlich? Ja, ja. Ein Fehlalarm. Oh, da seid ihr drei, ja. Wo habt ihr denn gesteckt, hm? Wir waren in der Küche und haben... Oh, Dad, guck mal, Stan ist hier. Ja, Debbie, das habe ich auch schon bemerkt. Sch. Was haben Sie denn, Stan? Gleich fängt Dreierpasch an. Dreierpasch? Was denn das? Australische Quiz-Sendung mit der zweithöchsten Einschaltquote, in der sich jede Woche 3 Kandidaten ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Was haben die euch gesagt? Ist das nicht erstaunlich? Die haben das von der Sendung abgeguckt, die wir in Wallgate kriegen. Yes. Oh, du liebe Schornsteinscholli, hast du mir mal ein Spaßenhirn, Mädel? Hat es nicht ein Spaßenhirn, das Mädel? Oh, wenn Sie mich so fragen, dann... Bitte die Summe bereithalten. Wir starten dann gleich mit der Eröffnungsrunde. Wie heißt die Hauptstadt von Finnland? Helsinki. Richtig. Und wie heißt die Landeswährung von Thailand? Bart. Ob die dann in Geld baden? Wofür steht die Abkürzung 2x klein c? Kubikzentimeter. Richtig. Mann,
das war auch schon Runde 1. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter. Stan, sagen Sie mal, fehlt Ihnen irgendwas? Wegen mir? Ja, du sitzt hier rum und machst jedes Mal Psst, wenn deine Frage gestellt wird. Ah, das ist es also gewesen. Oh, Gott sei Dank, ich dachte schon, du hättest Was? Schwamm drüber. Also, was war nun wirklich los, Stan? Oh, na ja, vielleicht sollte ich euch einen Wein einschenken. Elisabeth, ich bin nicht deinetwegen in die Stadt gekommen. Oh. Wollte ich natürlich schon. Obwohl eigentlich doch nicht, wenn ich mir so überlege. Na, und weswegen bist du dann hier, Stan? Ich will zur Vorentscheidung vom Dreierpasch. Vorentscheidung? Ja, jeden Sonntagabend werden dafür Vorentscheidungen abgehalten und die besten neuen Leute werden für die Sendung in der Woche darauf ausgesucht. Stanley, was hat dich denn nur auf so eine Idee gebracht? Oh, die Preise, Mädel. Dabei kann man ganz prima Preise gewinnen. Zum Beispiel? Ja, da wäre das Auto natürlich und dann die erlesene fünfteilige malaiische Zinngarnitur, auf die ich ein Auge geworfen habe. Und eine Kreuzfahrt auf einem Kahn namens Sunstar. Auf der Sunstar! Davon habe ich noch nie was gehört. Ja, und falls doch, dann wäre ihm sicher klar, dass es ein gemütlicher Familiendampfer ist. Okay, also irgendwie müssen wir Dad in dieses Quiz reinkriegen. Wie kommst du drauf, dass er überhaupt mitmacht? Und selbst wenn, wie hoch stünden denn schon die Chancen, dass er die Kreuzfahrt gewinnt? Auch wesentlich höher, als dass er sowas bezahlt. Okay, ich will auch mitkommen. Wohin mitkommen? Ich habe keine Ahnung, aber ihr habt doch vor, irgendwo hinzufahren, wo es toll ist und mich nicht mitzunehmen. Wie kommst du denn darauf, dass wir sowas machen würden? Weil die Mitglieder dieses Haushalts das immer so machen. Also Jenny, wir fahren nirgendwo hin. Genau, Jenny. Und außerdem würde es dir auf der Sunstar sowieso nicht gefallen. Was ist denn die Sunstar? Natsch, du bist das Letzte. Aber sie hat mir eine Fangfrage gestellt. Kannst du mal den Pegel runterziehen? Jetzt hört mir mal zu, ihr drei. Ich habe keine Ahnung, was dieses Sunstar-Ding ist. Ah, das ist ein Kreuzfahrtschiff. Oh, super. Ich gehe sofort meine Sachen packen. Halt! Sag mal, warum erzählst du ihr nicht gleich alles, Brühwarm, hä? Jetzt hat sie mir schon wieder eine Fangfrage gestellt. Sprich bitte ein bisschen leiser. Jetzt hör mal, Jenny. Die Sunstar ist nur auf junge Leute spezialisiert. Und? Ich bin 13 Jahre alt. Na, jung und jung sind eben zwei Paar Stiefel, Jenny. Oh, komm schon, Simon. Ich bin das absolute Oberpartytier. Und außerdem, Jenny, kann man von so einer Kreuzfahrt lebenslange Schäden davontragen. Dann halte ich mich eben zurück. Ich werde mich mit ein paar Quetschungen zufrieden geben. Hey, wir reden hier von moralischen Schäden, Jenny. Kein Problem, dann werde ich mich ein bisschen entrüsten. Okay, komme ich jetzt mit auf diese Fahrt oder nicht? Niemals. Okay. Dad! Schon gut, du kommst mit. Dachte ich mir doch, dass es wird. Bist du wahnsinnig? Wir wollen die doch nicht dabei haben. Reg dich nicht auf, ist auch gar nicht nötig. Wir fesseln sie einfach und stecken sie in deine Kabine. Hör zu, Simon, du hast mir immer noch nicht verraten, wie du Dad dazu überreden willst, bei diesem Quiz mitzumachen. Keine Panik, ich hab das genau raus. Sei einfach ruhig und halt dich an mich. Morgen, Debbie. Morgen, Natsch. Morgen. Morgen? Wir haben doch helllichten Mittag. Stan, es ist Sonntagmorgen 9:30. Da, wo ich herkomme, ist das finsterste Nacht. Oh, rieche ich den Duft von gebratenem Speck? Ah ja, ich habe gerade eine Kleinigkeit zusammengebrutzelt. Eine Kleinigkeit? Oh, nur ein paar Scheiben Speck, 4 Eiersteaks, 2 Schweinekoteletts, ziemliche Prügel allerdings. Bohnen in Tomatensauce, Eierravioli, Kohl und Pinkel, Zwiebeln, geröstete Brotscheiben und noch ein bisschen Blutwurst, die ich hinten im Kühlschrank gefunden habe. Stan, so viel kann unser eins nicht essen. Hilft sich gut, dass ich euch nichts mitgekocht habe. Wenn es eins gibt, das ich nicht verknusen kann, dann Verschwendung. Ist er nicht Wahnsinn? Tja, Stan, also eigentlich hast du uns immer noch nicht genau gesagt, wer ist denn eigentlich auf die Idee mit dem Quiz gekommen? Oh, die hat sich ein Bursche namens Rick Grundy vor ein paar Jahren einfallen lassen und der... Nein, ich meinte, was hat dich dazu veranlasst, beim Dreierpasch mitzumachen? Oh, ich verstehe. Also unser Wolgetter Kegelclub hat einen Quizabend veranstaltet, ja, und ich habe gewonnen. Große Klasse, Stan. Ja, und ob, und der Preis war eine Reise nach Sydney, um beim Dreierpasch mitmachen zu können. Sämtliche Auslagen wurden bezahlt. Sämtliche Auslagen wurden bezahlt? Ja, also so quasi. Soll das heißen, Sie wohnen hier umsonst, obwohl Sie Geld für Kost und Logis kassiert haben? Nein, nicht ganz so. Wissen Sie, das Geld ist quasi futsch. Du hast es auf ein Pferd gesetzt? Ich habe es auf ein Schwein gewettet. Auf ein Schwein? Ja, damit alles klar ist, es war ein prächtiges kleines Ferkel, echter Strebe von einem Eber. Ach, ich konnte einfach nicht widerstehen, aber egal, fair ist fair, Martin, ich werde alles mit Ihnen teilen. Sie schulden mir damit ein halbes Schwein, klar? Dad, das ist doch unwichtig. Ach, findest du? Ja, dass Dan jetzt hier ist, zählt nur noch das eine. Wir müssen ihm alle dabei helfen zu gewinnen. Findest du? Ja, finde ich. Es mag ja sein, dass du beim Wallgetter-Quiz-Abend Sieger geworden bist, aber jetzt wird schweres Geschütz aufgefahren. Ach, tatsächlich? Ja, und in solchen Sendungen, da muss man schnell sein. Da muss man auf Zack sein. Auf Zack? Ja, weißt du, ihr Landeier, ihr habt das Schnellschalten nicht gerade für euch gepachtet. Wie kommst du denn darauf? Stan, du musst trainieren, du musst deine Geschwindigkeit verbessern. Und
Wir sind hier, um dich auf Trab zu bringen. Ist das nicht aufregend? Was möchten Sie denn unbedingt gewinnen? Betty, hierbei gibt's höchstens einen Idioten wie mich, der sich von Simon zu so einem Blödsinn beschwatzen ließ. Ach komm schon, Dad, sei doch nicht so ein Spielverderber. Los, holen wir jetzt den Quizmaster rein. Und hier ist der Gerald Schulze. Schulze? Erdl konnten wir nicht kriegen. Guten Abend allerseits und herzlich willkommen und hallo Gabi! Oh. Hallo Gabi! Okay, ich vergleiche in medias res. Gabi, stell unsere Kandidaten vor. Oh. Mit Vergnügen, Gary. Mr. Kelly, darf ich vorstellen, mein Verlobter Stanley. Stanley, das ist mein Chef. Oh, lassen Sie den Quatsch weinen. Okay, schnell ein kleiner Test, ob's auch brummt. Okay, auf. Los geht's los, okay? Hey, Augenblickchen mal. Hier stimmt irgendwas nicht. 1, 2, sollten wir nicht zu dritt sein? Was? Na, die Show heißt doch Dreierpasch, da sollten wir auch zu dritt sein. Los, komm her, setz dich hin. Ich? Was hab ich denn hier verloren? Ja, nur der Vollständigkeit halber. Na, dann will ich aber einen Summer. Okay, danke, Tinkerbell. Los, hinsetzen und stell endlich die Fragen. Einen Moment mal, immerhin bin ich noch der Quizmaster im Haus. Hey, was soll ich davon wegen Quiz? Oh, wir proben nur für Dreierpasch. Oh, falls irgendwer eine Kreuzfahrt gewinnt, ich komm auch mit, klar? Was hat sie da gefaselt? Ignoriere sie einfach, Dad, sie ist doch noch ein Kind. Und bitte stell jetzt die Fragen. Okay, erste Frage, was ist die... 4,5. Was soll denn das gewesen sein? Na, ich will euch zuvorkommen, darum dreht sich doch alles. Du bist uns nicht zuvorgekommen, erzähl keinen Blödsinn. Natsch hat die Frage nicht mehr fertig vorgelesen und du brüllst blind 4,5. Das ist albern, das ist bodenloser Schwachsinn. Das ist die Antwort. Was? Das ist die Antwort. 4,5. Sie hat richtig geantwortet. Siehst du, sie ist telefonisch veranlagt. Das heißt telepathisch und sie ist es nicht. Sie hatte nur einen Wahnsinnsdusel, sonst nichts. Ach, Sie sind nur grantig, Mr. Kelly, weil Sie schwer am Verlieren sind. Ich bin nicht am Verlieren und ich bin auch nicht grantig. Los, lies jetzt die Fragen vor. Gut, okay. Wo wäre man, wenn man... In Afrika. Deborah, hörst du wohl auf damit? Du verdirbst die ganze Sache. Lies die Frage zu Ende. Tut mir leid, Mr. Kelly, aber sie lag schon wieder richtig. Telefonisch veranlagt. Debbie, hörst du gefälligst auf mit diesem Unsinn? Ich weiß, was du machst. Du zeigst dir die Antworten. Natürlich nicht. Das wäre doch wirklich ein bisschen witzlos. Und wieso? Na, von ihr stammen doch die Fragen. Okay, ab mit dir. Verschwinde. Bloß, weil ich einen winzigen Vorteil hatte. So, und jetzt wird diese Sache ernsthaft betrieben. Lies die Fragen vor. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich die Antworten auch alle gewusst habe. Ja, natürlich. Und ich hätte sie auch alle beantwortet, wenn Sie sich nicht ständig vorgedrängelt hätten. Und getrötet hätten wie wild. Um einen ehrlichen Mann keine Chance zu lassen. Ich weiß. Und jedes einzelne Mal. Stan, das habe ich dir doch schon gepredigt. Es genügt eben nicht, dass du die Antworten weißt. Du musst an deiner Geschwindigkeit arbeiten. Ja, also. Ich brauche etwas frische Luft. Ach, ich komme mit dir, Stanley. Oh, danke, Elizabeth. Es ist gut, wenn ein Mann weiß, wer seine Freunde sind. Stan, jetzt schieb doch deswegen keinen Frust. Du musst dir einfach denken, los, Tempo, dann wird's sicher besser. Glaub mir. Dad, das war fantastisch! Das war brillant! Ach, hör doch auf, ich hatte einfach Glück. Oh, ehrlich, Simon. Das war kein Glück, das war Talent. Du hast ihn zerpflückt. Ja. Du hast ihn in Grund und Boden gestampft. Ja, mag sein. Und auf deinen Summer hast du gedrückt wie ein geölter Blitz. Schlag auf Schlag ging das und nichts daneben. Du warst einfach... Ja. Toll! Du solltest bei diesem Quiz mitmachen. Du bist ja genial! Du warst genial! Ja, jetzt ist mir klar, was Simon im Schild geführt hat. Was, Dad? Du solltest wirklich zu dieser Vorentscheidung gehen. Also, ich weiß nicht recht. Dad, du bist ein Naturtalent, glaub mir! Ja, aber, hör mal, muss man sich für sowas nicht vorher anmelden? Das habe ich schon für dich erledigt, Dad. Was? Dad, nenn mich einen verrückten Träumer, einen impulsiven Spinner. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe. Ich hab's einfach getan. Das muss Schicksal sein. Meint ihr wirklich, dass ich es mal versuchen soll? Ja, ich meine, du brauchst dir ja nicht gleich vorzunehmen, alles zu gewinnen. Du musst ja nicht gleich so gierig werden. Na, wir würden uns auch sicher schon mit einer malaysischen Zinngarnitur zufrieden geben. Oder einer Kreuzfahrt. Hey! Na, falls es zufällig eine zu gewinnen gibt. Okay, Betty, was ist los mit Ihnen? Was mit mir los ist? Was sollte mit mir schon los sein, Mr. Kelly? Weil Sie dauernd prusten und schnaufen wie ein Nilpferd mit Nebenhöhlenkatarr. Mit mir ist überhaupt nichts los. Dann ist es ja gut. Außer? Also, ich finde es einfach nicht fair, was Sie Stan antun. Ich bin doch nur zu der Quizvorentscheidung gegangen. Ja, und Sie wurden genommen. Aber Stan doch auch. Ja, und jetzt werden Sie mit ihm in derselben Sendung auftreten und Sie werden ihn schlagen und es ist nicht fair. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie meine Zukunft ruiniert haben? Was? Na doch.
Ich weiß nämlich, warum Stan in Wirklichkeit bei dem Quiz mitmachen wollte. Oh, tatsächlich? Ja, weil er nämlich im Grunde seines Herzens ein unverbesserlicher Romantiker Stan, ist. Stan, ein Romantiker? Ja, ich weiß, dass er gesagt hat, dass er nicht meinetwegen in die Stadt gekommen wäre, aber darauf falle ich keine Sekunde lang rein. Nein, natürlich nicht. Er wollte nur diese Kreuzfahrt gewinnen, damit wir unsere Hochzeitsreise machen können. Ja, wolltet ihr nicht nach Gran Canaria fliegen? Na ja, ich schon, aber Stan... Ich weiß ja nicht, ob es Ihnen schon mal aufgefallen ist, Mr. Kelly, aber Stan ist einfach ein wenig vorsichtig, was Geld angeht. Und ob er da vorsichtig ist, und zwar so, dass ich ihn noch nie mit welchem gesehen habe. Ja, und er bewahrt seine ganzen Ersparnisse in einer alten Socke. In einer Socke, wie Karl der Große? Aha, der Bankangestellte wurde richtig ungehalten über ihn. Und er wollte, dass er das Geld auf ein Konto tut. Nein, weil er nicht wollte, dass er die Socke auf ein Konto tut. Ja, jedenfalls, Stan würde nie eine Reise nach Gran Canaria bezahlen. Und jetzt hätte er eine Hochzeitsreise gewinnen können. Oh. Und jetzt haben sie alles ruiniert, weil sie gewinnen werden. Betty. Und wenn wir keine Hochzeitsreise machen können, dann brauchen wir auch gar nicht zu heiraten. Und wir werden auch keine Kinder bekommen. Oh, bitte. Und dann, wenn wir alt und grau sind, wird keiner da sein, der sich um die Farm kümmert. Und dann gehen wir ganz jämmerlich zugrund. Ich glaube nicht, dass ich das alles höre. Außerdem wird es auch nicht halb so lustig sein, die Kreuzfahrt mit Ihnen zu machen. Mit mir? Wie kommen Sie darauf, dass ich Sie mitnehme, wenn ich gewinne? Sie haben mir die Flitterwochen verdorben. Sie haben mir die Zukunft ruiniert. Ist ja wohl das Wenigste, was Sie tun könnten. Hab dich! Oh, liebe Donnerkeil, einen ehrlichen Mann springt mir doch nicht von hinten an. Wie heißt die Hauptstadt von Brasilien? Oh. Immer erst summen. Ja, stimmt. Brasilia. Richtig. Wie heißt die Hauptstadt von Frankreich? Paris. Richtig. Was heißt Schnellkochtopf auf Italienisch? Garibaldi. Ja! Lars, was treibt ihr zwei denn hier? Oh, unser Gerard hilft mir dabei, mein Tempo zu verbessern, Simon. Ja, und langsam wird er richtig flott. Ach, tatsächlich. Doch, doch. Tja, ich muss mich sputen. Hey, Stan, wie spät ist es? 4:15. Alte Promenadenmischung. Sag mal, Nat, spinnst du? Wenn er noch schneller wird, dann schlägt er noch Dad. Das war doch der tiefere Sinn der ganzen Aktion. Was? Du spinnst tatsächlich? Die Kreuzfahrt ist schließlich für 4 Personen. Ja, für Simon, mich, dich und Dad. Ach ja, vergesst ihr da nicht jemanden? Simon, euer Alter, du und Jennifer. Ich meine, ich komme doch nur dann zu meiner Kreuzfahrt, wenn Stan gewinnt. Oh, das ist ja entzückend. Mein bester Freund fällt mir in den Rücken wegen einer miesen Kreuzfahrt. Alles ist erlaubt, in der Liebe und im Quiz. Außerdem kannst du sowieso nicht mit Stan und Betty fahren. Ich habe nämlich gehört, wie Betty gesagt hat, dass es ihre Hochzeitsreise werden Na, soll. Na prima, dann fahre ich eben als Anstandsdame mit. Hatsch, man nimmt doch auf einer Hochzeitsreise keine Anstandsdame mit. Na gut, dann eben als Schiedsrichter. Man nimmt auch keine Schiedsrichter auf Hochzeitsreisen mit. Gut, dann fahre ich eben als Platzwart mit. Man nimmt keinen... Das ist eigentlich gar nicht mal so abwegig. Komm mit. Wo willst du denn hin? Wir müssen Dad unbedingt Bescheid geben. Er wird ernsthaft mit dem Training anfangen müssen. Dad, wo ist Betty? Ach, die ist beleidigt abgerauscht. Was kann ich für euch tun? Hast du gesehen, was Nudge und Stan seit neuestem treiben? Danke, ich verzichte. Nudge trainiert mit Stan, die Fragen schneller zu beantworten. Ich meine, er schleppt sogar ständig so einen Summer mit sich rum und er wird langsam wirklich gut. Und? Tja, und wir finden, dass du auch sowas machen solltest. Ich weiß nicht, Debbie. Langsam glaube ich, dass diese ganze Quizsache ein Riesenfehler war. Ach, Unsinn, Dad. Du bist ein Naturtalent. Da hat Simon voll und ganz recht. Ich meine, deine Allgemeinbildung ist einfach phänomenal. Du weißt immer alles. Wer sagt das? Na du, das sagst du uns doch ständig vor. Ja, aber ich habe noch mal drüber nachgedacht. Ich meine, Fragen zu Hause zu beantworten ist eine Sache, aber dieses Quiz wird im Fernsehen gezeigt. Was, wenn ich von irgendeiner verhutzelten Bibliothekarin aus der Provinz geschlagen werde? Ach, hör doch auf, Dad, das kann unmöglich passieren. Und wenn nun doch, vor den Augen des ganzen Landes, vor 16 Millionen Menschen, na, das wäre vielleicht eine Blamage. Dad, denk positiv, das wird nicht passieren. Also ich... Ja, und selbst wenn es passiert, es guckt doch längst nicht jeder Dreierpasch an. Es gibt auch Leute, die gucken sich viel über die fliegenden Ärzte an. Und? Dann werden 5 Leute nicht mitkriegen, wie ich mich blamiere. Tröstet mich irgendwie kein bisschen. Natsch, hör doch gefälligst mal auf, so rumzutigern. Ich? Und was ist mit dir? Ich höre erst auf, wenn du aufhörst. Ihr hört jetzt alle beide auf. Ach, ich frag mich bloß, wo die bleiben. Die müssten mittlerweile schon längst wieder vom Fernsehen zurück sein. Ich möchte bloß wissen, wer gewonnen hat. Dad natürlich. Stan natürlich. Das ist doch egal. Interessiert dich das denn gar nicht? Kein bisschen. Jenny, das ist ein wirklich sportlich faires Verhalten von dir. Von Jenny könnten wir uns alle noch eine Scheibe abschneiden. Ja, ich habe mich bei beiden die ganze Woche brutal eingeschleimt. Es ist also piepegal, wer gewinnt. Ich fahr so oder so mit auf die Kreuzfahrt. Ach, du kleine Ratte. Sowas nennt man Doppelrückversicherung. Ich kann nicht verlieren. Ah, da kommen sie. Dad, Dad, herzlichen Glückwunsch. Irrtum, Jenny, ich habe nicht gewonnen. Stan, Stan, herzlichen Glückwunsch.
Dann sie ist echt gut. Der da hat auch nicht gewonnen. Oh. Aber wer dann? Die Sendung heißt doch Dreierpasch, wisst ihr noch? Du meinst, der dritte Kandidat hat gewonnen? Ganz recht. 16 Millionen Leute werden sehen, wie wir beide von einer verwurzelten kleinen Bibliothekarin in Grund und Boden gestampft werden. Aus der Provinz? Aus Cuba Patty. Schwamm drüber. Kommen Sie, Stan, ich spende Ihnen ein Bier. Dad, was war der erste Preis? Oh, eine Kreuzfahrt auf der Sunstar. Ah! Was kann so ein verhunzeltes altes Weib denn schon mit so einer Kreuzfahrt anfangen? Gar nichts. Sie will sich verscherbeln. Oh, verdammt nochmal. Hast du dir nicht ihre Telefonnummer geben lassen?